Guck mal, da oben steht ja Ilja. Ach, oder muss ich das vielleicht... Warte mal. Muss das vielleicht andersrum sehen? Ich muss das hier rum, weil sonst macht es ja keinen Sinn, dass man da durchfallen kann. Okay, ich müsste es praktisch da, wo die Milchkanne draufsteht. Müsste ich das ja auch abfedern können, oder? Also ein Stück. Achso, ich kann das gar nicht so. Ich komme hier nicht durch, oder? Doch. Naja, so halbwegs. So vielleicht? Müsste passen, oder? Ist das zu... Nee, von der anderen Seite. Ich schieb vielleicht noch ein Stück oder ziehe mal noch ein Stück. So vielleicht. So, und dann muss ich von der Seite ran. Ah, okay. Ah. Nee, komme ich nicht lang. Oh Gott, muss ich hier runter? Das sieht so hoch aus. Naja, das ist noch höher. Und eigentlich ist das ja ein Stofffetzen, weil eigentlich durfte der mich ja nicht tragen. Also sehe ich jetzt erstmal hier. Okay, geht. Dann jetzt noch eine Etage tiefer. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig, oder? Ah ja. Gruselig. Kirche des Johannes von Damaskus. Da sind wir nun. Look, that's our cathedral from the poster. Na, ich glaube, der ist immer noch zickig. Butzers. What? The tavern you were talking about. There it is, below. Yeah. By the way, see the pawn shop opposite the tavern? Its owner is Nahum Butz, Ephraim's brother. They've always hated each other, and yet depended on each other. Nahum was buying stolen stuff from the vagrants, who would then go to Ephraim to spend the money on shitty wine and whores. And Ephraim's spoons would often end up in Nahum's shop. We used to call them the Batshit Brothers. Why don't they like each other? Because each of them thinks that the other brother is richer. Soon you'll be able to play a concert there again. I want to see it, yes? Wer hätte trotzdem nur noch einen Arm? Wie soll er denn da Gitarre spielen? Sehr einfühlsam ist sie ja nicht. Anstatt hier einfach die Wege langlaufen. Oh, guck mal, da unten sind Leute auch. Hm.
für eine krass große Glocke. Ich glaube, wenn die jetzt losgeht, bist du taub. Shit, it's not finished. Was ist nicht fertig? Ein Scherz, oder? Ich will schon erstmal mich ein bisschen umgucken. Muss wieder zum Bruch gekommen. Okay, alles klar. So, was soll ich jetzt mit ihm machen? Schubsen? Verstehe gerade nicht. Was soll ich tun? Hallo Spiel, sag's mir. Was ist das für ein Zeichen? Was soll ich, was? Hä? Selten dämlich. Das soll ein Kuh sein. Okay. Down. Was fehlt denn da unten? Ich sehe gar nichts. Was macht er denn gerade? Okay, dann nach oben. Warum schreist du denn so? Stehst du neben ihm? Ach da, okay. Okay, jetzt kann er mal die Arbeit machen. Genau, also so sehe ich das auch. Und Milady kann sich denn richtig. So. Position, Dude. Hallo. Wie ist das denn? So, nu? Let's see. Das war jetzt. Oh, naja. Passt. Wir müssen noch ein Stück höher. Na. Haben die mich gerade beschimpft als Bitch? Wie scheit. So, ich habe mal gerade ein Stück Brücke rausgerissen und da reingehauen, aber das ist glaube ich zu hoch jetzt, oder? Ja, es ist so hoch. Illogical. Gut. Also müssen wir die Brücke noch. Also eigentlich muss ich ein Stück höher, aber das ginge irgendwie nicht. Down! Oh Gott, der Ärmste. Das bringt ihn total durcheinander. Na, dann komm schon. So, also. Bam. Na, nee. Es ist etwas zu. Warum macht er das denn nicht höher? Oder muss er ganz woanders hin? Nee, jetzt zieht es ganz hoch, okay. Ach, warte mal. Kann ich.
Achso, nee, ich kann das so drehen. Okay, weiter daran geht's nicht. Ich dachte, ich kann das Ganze drehen. Ja, da hat das an die richtige Stelle. Warte mal, muss ich mal kurz was gucken. Tja. Dann nochmal. Das geht nur so. Oder ich muss, aber. Down! Hä? Was habe ich denn? Jetzt ist vorbei. So, und das ist ja zu hoch. Ich kann auch nicht irgendwie klettern oder so. Irgendwie an den Haken nehmen. Achso, warte mal, ich kann ja eine Etage tiefer, oder? Oh ne, kann ich doch nicht. Wie bin ich denn hier hingekommen überhaupt? Achso, jetzt habe ich das kaputt gemacht, weil ich das Ding. Ja, ist klar, okay. Selbe in grün. Wenn ich es ganz nah mache, geht ja nicht. Versuchen wir es mal. Das da oben zu halten. Ich kann nur hoch. Also ich ersetze es nur in zwei Positionen ab. Entweder so oder ganz nach oben. Drehen kann ich das Ganze auch nicht. Achso, dann kann ich den Greifarm vielleicht wieder dafür benutzen. Ne, ich muss ja da runter. Das ist ja schon das Problem. So, hier haben wir es ja rausgerissen. Vielleicht müssen wir... Ah, warte mal. Warte mal. So. So, dich bauen wir erstmal wieder ein. Jetzt nehmen wir das Brückenteil. Ruppen hier alle Brückenteile raus. Obwohl, warte mal, vielleicht ist das ja schon. Nee, ist ja Quatsch, oder? Down! Da lang bringt uns das ja jetzt nichts, oder? Nee, ich komme da auch gar nicht rüber. Okay, und das ist auch zu hoch. Da muss ich die andere Brücke da raufsetzen, aber. Ah! Nein, das ist down. Aber das macht ja keinen Sinn, oder? Also geht das vielleicht auch gar nicht.
Na, wir gucken mal. Oder stampft die andere Brücke so weit in den Boden? Gucken wir uns das mal an. Down! Aber es bringt ja auch nichts. Jetzt haben wir hier zwei Brückenteile hier übereinander. Nee. Das hilft uns auch nicht weiter. Da muss ich es doch umgekehrt machen. Also es wäre noch die einzige Möglichkeit, die mir jetzt erstmal noch einfallen würde. Ich weiß zwar nicht, was das genau bringt, aber... Ja, man weiß ja nicht. Okay, dann... Bringen wir dich mal wieder in Position. So, dann holen wir das andere Brückenteil wieder zurück. Ja, wahrscheinlich wird das gar nichts bringen, aber ich will hier nichts unversucht lassen. Und da haben wir da noch ein Brückenteil. Ah ne, da kommen wir ja gar nicht hin. Was ist denn eigentlich, wenn wir hier den Greifarm runterlassen? Passiert da irgendwas? Greift er sich da irgendwas? Nö. Okay. Gut. Dann den. Wenn das jetzt hier auch nichts bringt, dann bin ich ein bisschen ratlos mal wieder. So. Nee, das bringt auch nichts. Down! Das bringt auch nichts. Ja, du, puh, ich habe keinen Schimmer. Am Ende hat das gar nichts damit zu tun. Ja, das ist ja völlig abgeschnitten jetzt. Okay. Was hier machen? Also Sinn machen würde es ja nur, wenn man das wirklich auch noch mal drehen könnte, aber ich... Keine Ahnung. Drehen kann ich ja nur so. Ach. Oh Gott, ich bin ja blöd. Ah, warte mal. Ich habe das mit der Space-Taste gar nicht gesehen. Aber warte mal, was bringt mir denn das jetzt? Warte mal, kann ich... Ah, warte mal. So vielleicht? Dadurch, dass er die hier so eine...
so einen Bogen hat. Vielleicht passt das ja zufällig genau in die Mitte. So. Nee, nicht drehen. Und jetzt sinken. Oh Mann. Manchmal so eine Pause ganz gut. Hat gerade mal eine kleine Unterbrechung gemacht. Down! Ja. Hoch und runter kann sie immer noch nicht. Aber egal. So, wir haben eine Brücke. Na komm, Ilja. Auf geht's hier. So, sag mal, wo du hin willst. Scheiße, ist etwas schwerfällig für dich. Okay, da. Vor allem, warum klettern die ganze Zeit nach oben, wenn sie dann doch wieder runter wollen? Na egal. Wait! Can we do that? Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin. Und er wird sich heben. Matthäus 17, 20. Glauben wie ein Senfkorn. Mhm. Where is the Kudiet? It's over. Been too long already. Last day the 23rd. Today, the Kudets will be taken further. You'll be able to find it in the Lipts. Yeah, it's that's still where... here. Please, if you only knew what we've been through. People showed up from other countries. Everyone who wanted to was already venerated. Listen, if you don't let me see the miracle, I'm dead. Literally dead. And he... I can be honest with you, right? Can I confess to you? Sure. He escaped from prison to commune with a miracle. What do you mean? If only you knew what he's been through. Oh, fine. Wait here. The priest will never break the seal of confession. He's had worse, trust me. He's had worse. This way, over here. What did he tell you? There he is. No, we were just joking around. He has a knife, don't come closer. No, he only has one arm. No way, he's got a knife. Just like a... He'll stab me. Step aside. Oh my God! Shoot him! Shoot him! Freedom, my dear. Hey, it's here. What? The Kudets. Hold it. Like that. Hold it. Come on, hold it. Come out with your hands up. Don't you dare. I'm gonna count to three.
Usually people show up about their legs. And? They grow back. It's not about that. You see, if the Lord allows... Enough. Let it go. Mein Gott, was haben wir getan? Wir können uns nicht länger sehen. Warum nicht? Ich werde heiraten. Was? Es ist nicht meine Entscheidung. Was kann ich tun? Lauf mit mir weg. Mit euch Zigeunern durchs Land zu ziehen? Nein, nur wir zwei. Wir ziehen in die Stadt. Und wie sollen wir überleben? Wir schaffen das schon. Ich finde eine Arbeit, aber zunächst, weißt du, wo dein Vater die Schlüssel für die Ladenkasse aufbewahrt. Nein, was? Ich soll meinen Vater bestehlen? Stehlen? Er würde seiner Tochter doch nicht etwa Geld vorenthalten, oder? Er betreibt den Laden doch nur für dich. Ich habe einen eigenen Schlüssel für die Kasse. Mein Vater vertraut mir. Ich würde niemals... Ich tue es selbst. Gib mir einfach den Schlüssel. Vielleicht sollten wir es besser nicht tun. Das ist also unser Motorraddieb. Scheiße. Oh. Ah. Oh. Hey, Pac-Man. Oh no. Das ist schon ein bisschen fies. Ah, hier komme ich ja gar nicht raus. Oh nein, 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 nein. Warte, ich muss andere Tasten nehmen. Das geht nicht mit dem WSD hier, warte. Mich bewegen, was war das denn? Oh, ich habe hier irgendwo so einen Scheiß festgehangen. Oh nein! Oh, ich war kurz vor der Tür. Oh no. Oh, das ist ja fies. Okay, ich weiß schon mal wenigstens dann, wo die Tür ist. Nein. Oh, oh Mann, ich fühle mich schon alte zurückversetzt in die 80er dort. Womit hat er mich denn getroffen? So fies. Alter. Du bleibst hier. Indica, was machst du hier? Kennst du ihn? Ich kenne ihn nicht. Hä?
Bist du dir sicher? Nein. Indika? Halt dich von ihr fern. Er scheint dich zu kennen. Ich kenne ihn nicht. Oh. Hm. Oh je. Sidemen. There was a lot about him in the papers, but only after he was hanged. 7 kids lost their heads because of his side. What? Well, he chopped them off. Are you comparing him to me? Well, no. No, I think Makar is something of a saint. Listen, let me tell you. Makar had 3 kids. All of them boys. One day, he dropped something on his youngest, a wagon, or a wardrobe or something. It was so bad that the poor boy stopped feeling his legs. Couldn't sleep at night. Lay there all day crying from pain. The village doctor couldn't do anything, so Maka couldn't take it anymore. He went to the priest and said, "Bless me, Father, to end the child's suffering." Well, the priest didn't bless him, of course. He sent him home to pray and think about the salvation of his soul. Makar prayed for a week, but the son wouldn't stop screaming. So Makar snapped, took the cover off his side, said a prayer, and ended the suffering with a single sweep. He went back to the priest and said, "It's done, Father. I don't have a soul anymore. And I lost my right to think about salvation back when I dropped that wardrobe on my son. Or was it a wagon? I don't remember. So my soul is done. Better tell me where he is now, in hell or in heaven." The priest said, "In heaven, of course. He didn't get to sin. In a way, you gave him a gift. Sent him straight to the kingdom of heaven without any earthly suffering. Well, this thought got stuck in Makar's head. So he went home, put his other sons in front of a kiosk, said a prayer with them, and chopped their heads off. But after that, he went completely insane and started hunting down his neighbor's kids. Managed to kill 4 of them before he got caught." Why is he a saint? Think of it this way. Some martyr gets burned at the stake because of Christ. Does it mean he buys himself eternal life for 10 minutes of suffering? Hmm? Can we call this a real sacrifice? Makar is a different story. To save someone else's soul, he sacrificed his own. Why are you telling me all this? Father Proc, the one you killed. He couldn't have asked for a better gift. He's now an innocent victim, a martyr. Maybe he'll even be canonized. And what about Makar? What about him? He got hanged. And what will happen to me? You'll get hanged, I guess. Listen. What's your name? It doesn't matter. Need something? Doesn't matter indeed. Listen, we didn't kill Father Buckle. Let me go. Don't hate your conscience with sin. I'll repay you.
And what exactly can you repay me with? What do you want? What do I want? Come closer. Come on. Turn around. What? Turn around. Sing. What? I don't know. Something. French anthem. I don't know their anthem. Well, sing something you know. Quiet forest, lullaby. All the stars are in the sky. Oh, come on. Come on, silly. Don't be afraid. I'm not scared, really. I guess I can't do anything worse than that. It's so easy to step over everything you believe in. Step where? Somewhere. Onto your side. What kind of side is that? Are you going to argue again? That there are no sides? That there's neither good nor evil? Well, you can try. Convince me that I haven't done anything bad. Or can you not even do that now? Bad? What does that word mean? I've killed a priest. Don't play dumb. I'm not. But still, what exactly does that word mean? Bad. Sinful. Of the devil. And how do you know what is of the devil and what is not? There are commandments. So we're checking against a formal list of regulations? No, everything is really obvious. It's evil, dishonest, unfair. Evil? There's not a drop of evil in despondency, avarice, or bawdry. Dishonest? A dog is honest. It eats when it's hungry, bites when it's scared, copulates when there's someone to do it with. Well, you remember. I'm talking about intentional dishonesty for one's own gain. So, pretending your whole life that you don't want something you want, that you don't feel something you feel for eternal life in heaven, doesn't that fit perfectly with your definition? What else did you say? Unfair? Is it fair that one tree has 1,000 leaves and another 2,000? Is it fair when two people throw the dice, one gets a 6 and the other gets a 2? Of course, all this is rational, but we don't like this rationality. We angrily call it unfair. But if you forget your emotions, it turns out, strictly speaking, this word can't be applied to anything. What about what's happening now? What can be more revolting, disgusting, vile? I don't need any deliberations. I know it. I feel it. When you're cold, you don't need to think about it. You just feel it. You know that you're cold. Do you understand that there is no cold without warmth? You can't get rid of poverty and suffering, leaving only wealth and happiness. Leave me alone. Oh, I'd love to. But I will only disappear when you stop wanting me to. It's not that hard. Just remember that good and evil, warm and cold, those are just lines on a thermometer. God and the devil, those are you. One cannot exist without the other. Can I go now?
after this, let's say, complete exposure, no, you can't. I tell you what, fear not earthly justice, but that of heaven. When the soul is separated from the body. Stop right there, you bitch! Stop! My hand! My hand! Fuck! Stop! Stop right there, you bitch! Help! Perspektive, mal gucken. Ich glaube, denen geht's ja allen nicht so gut. Yet. One second. Oh. Did I undo my trousers? Where is the cadet? Well, they didn't even give me 5 rubles for it. What? Give me the money. I don't have any. It's gone. You know, I've already conquered the guitar, but the brass. Pipes. Schräg. Where is the cadet? Never heard of it. Someone just exchanged it for a trumpet. A man with one arm? Oh, you are extremely lucky. This is exactly what you're looking for. An amazing artifact of unspeakable wondrous power. Just 25 rubles. What do you mean, 25? You got it for 5. 20 for everything. One second. I just need to have a look. You can look, but don't touch. What did you sell me, you scumbag? Oh, damn. Hold on. It doesn't even fucking you work. Just puke in it or something. Good. Get your ass out of here. Go off me. Ich habe, glaube ich, eine kleine Typveränderung bekommen, oder? Muss man das tun? Wow.
Schuld verdienen dir 20 Punkte. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du zusätzlich einen. Buße. Immer wenn du Punkte erhältst, hast du die Chance auf zwei zusätzliche Punkte. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du einen Multiplikator von... Jo. Demut, du erhältst die Chance, dir jetzt 3 zu verdienen. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du die Chance auf einen Multiplikator... Nächstes Level. Okay, bis... Ich mach jetzt mal einfach so weiter. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich habe mir, glaube ich, zu viele Punkte gegeben, oder? Das hört ja gar nicht mehr auf. Wie viele Punkte habe ich denn noch? Ich habe mir doch über 1000 gegeben, oder? Okay, ich hätte gar nicht so viel machen sollen. Ah, da ist mein Ziel, okay. Ah ne, hab schon, okay. Schade, fehlen mir noch ein paar Punkte. Na, sehe ich nicht schön aus. Ja. Mein Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was für ein Megaspiel. Mir hat das super Laune gemacht. Ja, muss man vieles erstmal so ein bisschen verdauen. Es ist total crazy an einigen Stellen. Auch dieser Wechsel in diese ja, Pixel-Art-Games. Zuerst mal dachte ich, was ist hier los? Habe ich mich irgendwie verklickt, aber ja, aber es sorgt für Abwechslung und man fühlt sich mal wieder so ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzt. Ich fand's, also ich glaube, da gibt's bestimmt nochmal eine Fortsetzung von. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn das jetzt einigermaßen Erfolg hat. Oder man lässt das Spiel einfach so stehen. Kann man natürlich auch tun. Beide Varianten, glaube ich, würden mir gefallen. Die Charaktere waren mega. Also ich fand schon Indica selbst war schon, also auch vom Aussehen sowieso und auch so, wie sie reagiert hat, ihre Charakterzüge und diese Mimik, Gestik und auch die Sprechweise fand ich echt cool. Ja, also kann ich nur jedem empfehlen. Klar, wenn ihr es euch jetzt hier angeguckt habt, macht es dann wahrscheinlich keinen Spaß mehr, weil ihr ja wisst, wie es ausgeht. Aber ja, auf jeden Fall 3 Daumen hoch. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ja, und gucken wir mal, ob es nicht vielleicht doch nochmal einen zweiten Teil davon gibt. Aber
Das wird dann vermutlich nochmal so ein paar Jährchen dauern. Man weiß ja, wie lange sowas Zeit in Anspruch nehmen kann. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie wir. Und ja, und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Mal sehen, was es als nächstes so Schönes gibt. Bis dahin macht es gut. Bis dahin, bye bye und ciao.